Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einem neuen Konvoi hier im American Truck Simulator. Mit rein in den Follow. Vielen Dank für dein Follow. Unten schwirrt schon weg der Regel, unsere Konvoi-Leitung. Hallo. Demize ist mit dabei, gleich hinterher. Hallo. Der Luda. Moin. Der Monk. Moin. Der Muffin ist dabei. Der Falcon ist dabei, der PS-Log. Moin. Zimbelmann ist dabei, PMV und Mr. Hi. Puffel ist auch noch da. Ach genau, PMV, entschuldige. Hab ich dir voll ins Wort gebrabbelt hier, ne? Bin ich gewohnt. Ah, danke, ich weiß. Kannte der Blödsack. Mock macht mit den letzten oder was? Jo. Im TS bitte nicht schreiben. Okay. Ja, fahrt mal alle los, ja. Nicht? Okay. Ja, wir fahren jetzt, wie gesagt, im Schwerlast-DLC. Oder was heißt im Schwerlast-DLC? Mit dem Schwerlast-DLC. Zumindest versuche ich das zu fahren. Wir sehen hier schon, ich fahre mitten über den Kantstein. Das macht aber nichts. So, den Spiegel nehme ich mit raus. Und dann gucken wir mal, was wir mit der Innenansicht hier alles erreichen können. Einmal bitte Bescheid sagen, wenn alle runter sind. Oh, meine Bremse ist ziemlich heftig. Also, wir können auch langsam fahren. Hinter mir ist eine Lücke. Ich fahr 30 vorne, müsste reichen. Ja, ist gut. Wir fahren dann gleich wieder rechts, ne? Ja. Irgendwer hat sich zur Werkstatt geportet, weil er nicht runterkommt. PMV? Was? Warst du das? Ich bin hinter dir. Ach so, haben wir Glück gehabt. Das Schwerste war nicht da reinzufahren, sondern wieder runterzukommen. So. Ja, letzte Woche erschien das DLC, wir natürlich gleich in Massen hin in den Laden gestürmt und uns das gekauft, weil es einfach mega geil ist. Ich kann es nur sehr empfehlen. Es macht sehr viel Spaß und es ist mehr Herausforderung als die ETS-2-Version von dem Ganzen. Hallo Mika, hallo Toshwa. Habe ich noch irgendjemanden vergessen? Ich hoffe nicht. Mit letzter Woche, mein Kante diese Woche. Ist diese Woche, ja, stimmt, Mittwoch, ne? Es ist ja gerade mal Sonntag, alter Schwede. Aber im Video ist es letzte Woche erschienen, so, gerettet. Okay, da sind immer noch nicht alle dran bei der 30. Hm? Das sind halt einige auch ein bisschen schwerlastig unterwegs, ne? Nun gut. Ich habe einen Anfangstrailer, LKW. Hoppala, meine Bremse ist ziemlich heftig, PMV. Du solltest Sicherheitsabstand beibehalten. Ich habe auch schon festgestellt, dass meine Bremse sehr stark eingestellt ist. Ja, ist so, ne? Wir haben das ja auch extra gemacht, weil wer bremst, verliert. Also wer stark bremst, verliert noch mehr. Ja, du bist jetzt voll im Video fix. Kannst dir nächste Woche angucken bei mir auf dem Kanal. Aber sowas von. Aber sowas von. Ja, wie gesagt, es gibt in nächster und letzter Zeit halt nicht mehr ganz so viele Videos erstmal. Ich habe viel zu tun mit Umstellungen zum Thema Kanal und auch Videos zu Livestreams und also eigentlich alles gerade im Hintergrund, was so umzustellen geht. Wir arbeiten auch, falls ihr seltener auf Discord bei uns unterwegs seid, wir arbeiten auch daran, den Discord-Server ein bisschen zu optimieren. Weniger Unübersichtlichkeit, mehr Übersichtlichkeit und auch im Teamspeak werden wir noch ein bisschen umarbeiten. Also wenn da mal irgendwas nicht an der richtigen Stelle ist, dann habt Geduld und seid ein bisschen nachsichtig. Das kriegen wir alles schon wieder in den Griff. Ist ja auch bald Sommerferien, ne? Wollen die meisten ja bestimmt auch wegfahren. Die sind schon nächste Woche. Bei doch gar nicht, der kommt erst nächsten Monat. Bei manchen sind die nächste Woche. Fangen aber früh an. Und bei anderen sind die erst nächsten Monat. So wie bei uns hier in... Oh, ist aber doch kipplastig, der Freund. Wie bei uns hier auch oben in Kantopolis, ne? Also sind wirklich kipplastig. Gegenverkehr. Ach Quatsch. Naja, stimmt, ist eine Fata Morgana. Ey, ich zieh mal links rüber. Na denn?
Genau, beweist mal, dass es. Beweis mal, dass es eine Mutter Morgana ist. Hab ich gerade, bin durchgefahren. Okay, mach ich. Sind denn mittlerweile alle dran? Ja. Ah, es kommt nicht ganz. Immer mal wieder ein paar Lücken auf. Ich glaube, das mit dem Schwerlast ist nicht ganz so einfach. Eieieiei, was für ein Sprung von 27 auf 38 Zuschauer. Ui. Was, ui? Zieht den Nein, Jungen aus dem Sprung. Führer aus der Fettschlangenlinie. Schmeiß mich hier doch nicht so hier ins kalte Wasser, wollte ich gerade sagen. Ja. Kannst mich doch hier nicht so ankreiden. Was mit PMV? Bist du noch hinten dran? Sicher. Okay. Läuft bei dir, PMV. Ja, leider kann ich heute nicht... Muss wegen dir. Was denn? Bis ich gleich bremsen muss wegen dir. Ja, ich bremse doch nicht. Wer bremst, hat schon verloren. Ach, da ist er. Das ist ja auch so ein kleines Führerhaus. Da sehen die großen LKWs aus ATS schon ganz schön klein aus, ne? Soll ich mal bremsen? Da fährt ein Regel aber keine 30. Naja, irgendwas zwischen 30 und 45 Meilen halt. Wenn dann 40. Ich fahre ja ohne Tempomat. Oh. Also ich hatte bis gerade eben 50 drauf. Ich eher weniger. Naja, allein schon wegen den Steigerungen hier. Boah, ich hab schon wieder Dia-Show hier. Wen hab ich denn hier? Ups. Ich auch. Irgendwas. Ja, irgendwelche. Wer ist denn da vor Muffin noch? Ich. Falcone leckt. Oh, das gibt's ja wohl gar nicht. Doch, bei Beep. Was haben wir denn heute schon getrunken? Der Kanter hat heute Wasser getrunken. Und Apfelschorle. Also ganz viel gesunden Kram. Nichts mit komischen. Staufahren geht nicht. Staufahren geht nicht? Achtung, ich stehe. Guck dir mal die Wimpel im Wind an, Kante. Die Wimpel im Wind? Ja, hab ich schon gesehen. Die Wimpeln ordentlich. Ja. Und wenn die rückwärts fahren, dann wehen die auch rückwärts. Oder so. Alter, du zockst aber echt ganz schön. Ich darf mal rechts überholen, ne? Ja, hab ich auch gerade. Ja. Was hast du denn für eine Leitung, Junge? Ey, ich sehe hinter mir mal wieder ein LKW. Wo Strommelleitung? Ja, ich komme von hinten. Ach Manu, du fährst gar nicht mit, ne? Nein, mit Alkohol im Blut sollte man nicht Auto fahren. Oh, stimmt ja! Schön gesagt! Hab ich ja ganz vergessen. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Manu. Dankeschön. Wollen wir nochmal singen? Nee, Manu hat sich gewünscht, dass wir nicht singen. Soll bitte nicht fallen wegen mir. Wir haben eben schon vor einer halben Stunde haben wir gesungen, das hat gereicht. Unser lieber Manu hat Geburtstag. Bei uns im Chat der Manu Thies. Einmal mal alle Hashtag. At Manu Thies Geburtstag, bitte. In den Chat. Lass den Chat brennen. Der ist älter geworden als ich und alles, was älter ist als ich, wird nicht gezählt. Sagen wir mal so, ich hab genug. Einmal links überholen. Ich hab genug, Alter, sagt er. Nee, genullt. Ach, genullt, Alter Schwede. Musst du einen ausgeben. Ich steh. Hab Regel rollt hier mit 8 Meilen den Berg hoch. Ich steh. Ja, Stau. Hoffentlich komme ich ja noch wieder in Gange. Ja, ich komme noch wieder in Gange. Stau an der Bergkurve, das kenne ich doch noch aus ETS, sag mal. Da war der Berg aber steiler. Da war der Berg aber steiler, ja. Ja, ich versuche hier gerade 53 Tonnen hochzubringen. Also bei mir waren es letztes Mal 120.000 Laps. Ja, 118.000,5. Lohnt aber nicht stehen bleiben. Boah, was ist denn hier heute los, ey? Ja, die Kamix-Crew ist wieder in Wildnis. Mission Wildnis unterwegs. Hey, ich hab mal den nächsten Gang geschaltet. Und schon rollt er rückwärts.
Blub, blub, back war. Hinter mir sieht's irgendwie lustig ein aus. Affe? Nein, PM Paul. Wo hattest du denn eine Affe? Ich hab das Gefühl, wir sind auf einem Parkplatz, so wie das jetzt so mir aussieht mit den ganzen. Ja, ne? Kennst du nicht den Film Konvoi? Da sieht's genauso aus. Alter, da fängt mein. Da fängt man. Mein PC ruckelt voll. Ja, mein Bild fing auch an zu arbeiten gerade, aber ganz gewaltig. SSS. Ja, das es kommt durch das DLC. Meins ruckelt auch. Das ruckelt aber. Er fährt in der linke Spur. Monk. Weil Monkey. Ich nirgendwo reinfahren will. Und wo willst du vorbeifahren? Ich will nirgendwo reinfahren. Ach so. Ja, da musst du. Ja, ich denke mal, das liegt drauf am DLC. Da ja. Haut irgendwas noch nicht hin. Ja, ich habe auch gerade 17 FPS mit meiner Racing-Maschine hier im Rechner. Bei mir sind es wieder 26. Ja, bei mir waren es eben 13, jetzt wieder 25. Achtung, ich stehe. Jared, ich mein's. Jared, ich mein's, nicht jammern, aufs Gaspedal treten. So ist das. Jammern ja nicht. Lothar, Backup! Yay! Da versagten die Bremsen. Kling! Das habe ich auch gerade gedacht. Ach, ist schon herrlich, ist schon herrlich. Dürfen wir erstmal wieder rankommen, Regel? Geht nochmal bergab. Ja, Lothar ist schuld. Lothar ist schuld. Ich bin hinten dran, ich sehe euch noch. Ich habe mit dem Anhänger auch schon 100 geschafft. Ja, Maruda, ich mag, also erstmal guten Abend, Maruda, aber ich mag gar kein Bier. Der Kante ist überhaupt kein Biertrinker. Ich habe eine Kiste Bett Bier zwar hier, aber Bier. Ich mag kein Bier. Echt nicht. Schon abgelaufen. Nee, das so, ist Achtung gerade frisch gekauft. Hatte ich jetzt zum Geburtstag, habe ich mir gedacht, habe ich zumindest Bier hier, aber ja, wie das ist, ne? Was man da hat, wird nicht getrunken. Und was man nicht da hat, wird leer gemacht. Ne? Ja. Achtung, an welcher Kante? Ich habe eine vor mir. Der Kreuzungskante. Welche Busse? Was stehen da, Busse? Busse. Sag mal so, ich habe ihm genug Platz gegeben. Alter, das ist ein Kollege, Alter. Der hat auch einen LS-Tracker hinten drauf, Träger. Der hat ganz schön viele Spoiler vorne dran, ja, kann das sein? War das irgendwas Mordartiges? Nö. Kann man den echt vorne sitzen und klein sein? Ja. Die Steigung wird ein langsamer Mieter vor mir. Das ist ja krass. Strecke ist der langsamste. Richtig. Toll. Wir fahren nur wegen Reckel die Strecke, ne? Ich habe ihm gesagt, ich habe heute nicht so viel Zeit. Und er sagt, wir fahren die Strecke. Ja, fahren wir die Strecke. Wärst du mal 10 Minuten früher da gewesen, hättest du was gegen sagen. War ich ja. Ich habe aber noch schnell was anderes gespielt, was im Moment gerade sehr, sehr genial ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist die Alpha 16 Experimental erschienen zu 7 Days to Die. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bin ich ganz, ganz heiß drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben da sehr viele Neuigkeiten, neue Sachen mit eingebaut und auch sehr viel Gruselfaktor. Boah, meine Frau, wir haben vorhin kurz mal 20 Minuten vor dem Konvoi hier mal reingeguckt. Alter, das hat er nicht gemacht. Das war absolut der Wahnsinn, ey. Ich hatte da zuerst einmal gestern Abend, das ist jetzt Sonntag ja der Konvoi, und Samstagabend habe ich da kurz noch mal reingeschaut, als sie es released haben, 5 Minuten, bin in ein Haus gegangen. Bin in ein Haus reingegangen, ja. Und eigentlich ist es so, dann sind die Zombies ja schon da. Für diejenigen, die es nicht mögen, können einfach wegholen. Ich erzähle auch nichts irgendwie was mit Blut oder sowas. Ich bin da selber kein Freund von. Aber bin dann in so ein Haus rein, bin dann die Treppe hoch. Nichts da, keiner da, ich denke. Wir kommen hinterher. Ja, wir kommen schon hinterher. Und dann gehe ich die Treppe hoch und dann gucke ich, oh, okay, da sind Bretter davor, okay, gehst ins andere Zimmer, geh da rein und sehe rechts von mir so einen Schatten. Guck nach rechts, steht da einer und umgedreht, wieder rausgelaufen, kam der andere schon im Flur mir entgegen, da war gar keiner. Ich sage, Alter Schwino, komm hier her, Buch raus. Also war schon ziemlich amüsant. Ich denke mal, das wird mit Facecam eine ganz interessante Sache, wird natürlich aber nur im Livestream auf Twitch stattfinden.
So, aber das vielleicht auch im Dual. Ich weiß noch nicht, meine Frau sagte auch schon, also mit Facecam wäre es bestimmt lustig gewesen, auch bei ihr, weil die ist noch nie so aus einem Haus rausgelaufen in Seven Days to Die. Also das ist schon ziemlich amüsant, wir haben schon ganz schön gelacht. Ich feier das total, ey. Hallo, da jetzt kannst du überholen. So richtig, richtig Schreckmoment. Lothar, nicht überholen. Die Tür noch gar nicht richtig offen. Warum sollte ich überholen? Aus einem stockdunklen Raum. Oh ja, Gott, Hilfe, Bitbagger. Total cool, Mann. Alter Schwede, sind wir schnell unterwegs. Ich fahre hier 70 Meilen. Ich fahre 50. Muss mal eben ein bisschen abbremsen, hier damit. Wir nicht abhauen hier. Schneller. Alter, echt. Kannst du nicht schneller. Das ist aber echt heftig. 20 FPS. Oh, ja. Läuft denn das bei euch so schlecht? Na, ich stream nebenbei noch und ich nehme noch nebenbei auf. Also meine CPU ist mit, na gut, 16% ist jetzt auch nicht so toll, ne? Nee. Das ist jetzt noch keine Herausforderung. Aber ich glaube, mein Rechner braucht noch mal ein bisschen Lüfter. Mal gucken. Das geht um die Eier. Aber ich weiß es auch nicht. Ich verstehe es nicht. Also an den ab und zu Bild geflaggern müssen die aber noch arbeiten. Ja, das machen sie auch noch. Da werden noch irgendein Patch mit reinkommen und so. Aber erstmal, es läuft, es funktioniert und es ist geil. Das ist meine Meinung. Gegenverkehr. Ja. Und wenn keiner in der Nähe ist, läuft es sogar flüssig. Ja. Kevin Hamburg, vielen Dank für dein Follow. Und viel Spaß hier noch. Leider machen wir heute nicht ganz so lange, aber es kommen voraussichtlich Mittwochabend noch was. Und nächstes Wochenende haben wir auch schon was vor. Alter Schwede. Ich bin bei 6 FPS. Ich geh mit, ich hab 8. 10. Yay, geht bergauf. Ja, 30. Ja, stimmt, es geht bergauf. Ich aber eher von der Straße. Diese Viecher. Ja, wieder 40, flüssig. Oh, ja, bei mir auch. Also, es ist ja scheinbar gebietsabhängig, ne? So ein bisschen. Das kommt noch mit dazu, das habe ich auch festgestellt, ja. Also, wahrscheinlich, wenn man weit gucken kann. Wenn wir jetzt wieder über den Berg kommen, wahrscheinlich wieder ruckeln, oder? Nö. Danach ist flüssig. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, das fängt an zu ruckeln, sobald wir alle sehr nah beieinander sind. Ja. Läuft wie Diesel, würde ich sagen. Ziemlich flüssig. Und dann wird der Mieze, 200 Flock noch was vor mir machen, 200 was hinter mir und bei mir ist flüssig. Also Markus, vielen Dank für dein Follow. Auf jeden Fall besser, wo wir zu zweit gefahren sind. Ja, dann ja. Wir sind ja nur noch heute gar nicht so viele, wir sind heute ja nur 8. Nee. Alter, Regel habe ich schon gar nicht mehr auf der Liste drauf. Mieze. Letzte, den ich auf der Liste habe, ist Muffin, der ab und an mal aufklickt. Ja, Regi gibt hier vorne ja auch wieder Gas. Ja, Muffin muss ja auch mal ein bisschen langsamer fahren. Jetzt ist der Kante drauf. Man hört Snaps voll fluchen. Du sollst nicht so doll fluchen, Schatz. Snaps flucht Dollar. Ich darf das, wenn hier so eine Möchtegern-Kleptus ankommen und mir meine Munition klauen, während ich Munition auf sie schießen will. Cool. Ihr hört Snaps ist voll enraged, wollte ich gerade sagen. Snaps, ich hab's nicht gehört, kannst du nochmal sagen? Nee. Nochmal wird das natürlich voll im Argenfieber. Oh, aber bitte keine Wörter vor 21 Uhr, vor 22 Uhr sagen. Also diese 22 Uhr Wörter, weißt du? Ich möchte doch nur einen Anzug anziehen. Hä? Naja, es ist A, es ist noch vor 22 Uhr, B wird das Video auf YouTube kommen. Ja, ist doch schön. Können die Leute sich darüber amüsieren, wie viel ich fluche? Ja, deswegen ja nun nicht gerade die Wörter, die ab. Nichts so doll Diskussion. Wer ist hinter PS-Log? Also Diskussion, wir diskutieren nicht. Monk bin ich, glaube ich. Wir diskutieren sowieso nie, weil ich dich mit dem Kante diskutiere, weil ich da immer verliere. Also bin ich die Krieger und gebe gleich nach. Dazu sage ich immer nur 51, 49. Alter, du kannst doch mal duschen, weil du in so einem braunen Gesöff badest, echt. Der Blick. 51, 49 heißt so viel wie ich hab mit 51% recht und sie 49. Achso. Au. Die schlagenderen Argumente. Kante, bei sowas musst du ganz schnell die Facecam anmachen. Ja, ich weiß. Mittelsicherung. Aber es gehört nicht in den Simulator mit rein. Also zumindest kein fahrenden Simulator, finde ich, gehört es nicht rein. In dem Fall schon. Ey, da vorne ist Mario! Los, die Roller! Wo ist er hin? Was ist da vorne?
Mario. Echt? Der ist noch hinterher gefahren, oder? Der verfolgt. Nee, der hat wahrscheinlich in Windemucke auf uns gewartet. Ach so. Okay. Oder? Gehen wir jetzt einfach mal von aus. Also im Channel ist er. Wie weit haben wir noch bis Winnemucca? 43 Meilen. Ja, das ist doch gut. Machen wir gleich einen Kutt und dann... Oh, tschüss, Monk. Ciao, Monk. Ja, was ich mich immer bei solchen... Wie bitte? Erzähl. Also mich immer bei solchen Spielen frage, ob die Nummern, die auf diesen Schildern sind, wirklich stimmen, um man da... Steht ja immer auf solchen Werbeschildern hier, steht ja immer so Telefonnummern drauf. Achso. Ja, muss man anrufen. Das ist Ausland, das ist zu teuer. Hau rein, Jared. Also die meisten Nummern in Amerika sind ja irgendwie 555, ne? Ja, in der Mitte 555, ja. Also nach den ersten drei oder vier Zahlen. Boah! Boah! Ja, dann hast du den noch nicht, dann musst du über Steam. Ui, ich komm wieder an Mieze ran. Oh, da kommt ein Konvoi entgegen. Och nee. Echt? Mit 5 Leuten. Lag. Also noch habe ich 46. Da geht noch was. Also da kamen Autos. Nochmal Autos. Ey, das war ein Twitch-Streamer. Und noch einer. Oh. Wieso bremst vor mir einer ohne Bremsleuchten? Was ist da denn kaputt? Die Bremsleuchten. Wahrscheinlich die Bremsleuchten. Was ist da denn kaputt? Ja, die Bremsleuchten, das weiß man doch. Ihr beiden kloppt euch, wer zuerst um die Kurve fährt, oder? Entschuldige, Mietz, ich war gerade aus der Sehne neutral. Das darfst du mir nicht sagen. Ich konnte noch ausweichen. Die hinter dir mussten alle stehen bleiben. Naja. Oder naja, nur ich. War bin jetzt langsam weitergerollt. Ja, wir waren ja schlau genug und haben weit genug, ne? So, Kante, herzlichen Glückwunsch. Weltweit die meisten Zuschauer bei ATS. Wir sind die größten ATS-Streamer, Alter. Yay! Vielen Dank auf den Sonntagabend. 30 Live-Zuschauer, ich freue mich. Also den Sonntagabend möchte ich auch nicht mehr aufgeben. Deutschland oder Europa? Worldwide. Twitch gibt es keinen größeren Streamer als mich in ATS, es sei denn, Squirrel kommt. So abfällig, Squirrel. Der fährt aber keinen Multiplayer. Der fährt keinen Multiplayer, ne. Aber da läuft auch oft nur einfach so ein Video von dem, also. Deswegen auch dieses Abwertende. Der macht eigentlich gute Videos und auch eine gute Arbeit, also. Ja, ist auch alles in Ordnung. Ja, Regel muss abgeben. Das nur immer durch. Also ich könnte auch bei mir den Stream laufen lassen und einfach irgendwelche Videos da nochmal laufen lassen. Aber. Nee, das sind warum? Alte Streams, die er da laufen hat. Was denn? Twitch-Funktion. Es müsste eine Twitch-Funktion sein, wo der alte Videos in der Playliste laufen lässt. Ja, genau. Bei OD nennt sich das bei Twitch. Obwohl, nee, ich fahr da nicht mit. Also ich möchte ihn auf gar keinen Fall hier schlecht machen. Also müsst ihr nicht falsch verstehen. Ich hab nachher nur wieder Spaß beim Wenden dann. Ich fahr doch. Oh! Krass, du fährst doch O? Ja, ich fahr O. Man darf den Cut auch keine Sekunde aus den Augen lassen. Kann mir denken, guck, fahr da los, Cut, fährt er auch los, freu dich so stark, fährt blöb. Hast du getroffen oder was? Yep. Oh Mann, du. Aber ich hab ja noch was nicht aufgedeckt. Ich fahr ja nochmal mit durch. Immer schön ausruhen mit dem ATS-Trailer hier. Aber wir sind auch schon bei fast 25 Minuten bei dem Video. Also wir werden an dieser Stelle jetzt einfach beenden das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen freuen. Und wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch zu einem weiteren Video begrüßen dürfte. Bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss. Ciao. Tschüss. Vorsicht hinter mir.